In dieser Videoanleitung zeige ich Ihnen, wie Sie einen fertig geschnittenen Film in Pinnacle Studio in eine Datei in bestmöglicher Qualität auf die Festplatte exportieren können. Wenn Sie Videos auf der Timeline bearbeiten, dann wird sich die Timeline-Einstellung, also die Auflösung dieses Videos, entsprechend Ihrer Videodateien anpassen. Das heißt zum Beispiel, wenn Sie jetzt ein HD-Videoclip auf die Timeline legen, können Sie den Film in HD, also High Definition, weiterverarbeiten. Dies können Sie jederzeit überprüfen, indem Sie die Maus auf diesen dunklen Balken legen. Sie müssen keine Taste drücken, sondern es erscheint dieser kleine Dialog. In diesem Fall sehen Sie zum Beispiel, dass mein Projekt eine Auflösung von 1920x1080 Pixeln hat und das Projekt mit 25 Bildern pro Sekunde, also 50 Halbbildern, bearbeitet wird. Falls ich nun aber eine andere Videosequenz auf die Timeline legen würde, das zum Beispiel in Standard Definition, also SD, gefilmt wurde, dann ist die Timeline-Einstellung entsprechend anders. Das heißt, in diesem Fall hat es eine Auflösung von 720x576 Pixeln. Dies ist die Grundeinstellung von Pinnacle Studio und verhält sich auch so beim Bearbeiten. Wenn dies nicht der Fall ist, dann müssten Sie unter Setup, unter Projektvoreinstellungen, unter Projektformat die Option wie erster Projektclip eingestellt haben. So, nehmen wir einmal an, ich hätte zum Beispiel eine Videosequenz zusammengeschnitten auf der Timeline in High Definition. Das wäre zum Beispiel jetzt mein fertig geschnittener Film. Und ich überprüfe kurz, ob das stimmt. Das heißt, ich hätte einen HD-Film in 1920x1080 mit 50 i-Bildern. Wenn ich nun eine Datei in bester Qualität als Datei exportieren will, dann gehe ich auf Film erstellen und wähle links unter Dateityp eine Datei aus, die es mir eben möglich macht, das Projekt in der gleichen Auflösung als Datei auf der Festplatte abzuspeichern. Für ein HD-Projekt eignet sich das Format MPEG-2. Hier sehen Sie zum Beispiel unter den Voreinstellungen, dass direkt DVD-kompatibel eingestellt ist. Das zu exportierende Format können Sie hier überprüfen. Das heißt, ich habe auf der Timeline eine Einstellung von HD. Mit der DVD-kompatiblen Einstellung würde es mir aber ein SD-Projekt ergeben. Aus diesem Grund wähle ich das entsprechende Format aus. Ich weiß nun, dass HD 1080i eben genau meiner Einstellung auf der Timeline entspricht, also 1920x1080, wiederum 25 Bilder pro Sekunde. Zudem ist die Datenrate von 30.000 Kilobit pro Sekunde sehr hoch, was bedeutet, dass das Video nicht noch zusätzlich stärker komprimiert wird. Um nun eben den Film als Datei auf die Festplatte zu speichern, klicken Sie einfach auf Datei erstellen und wählen einen Speicherort und einen Dateinamen für diesen Film aus. Wenn Sie auf Speichern klicken, wird der Film im entsprechend gewählten Format exportiert. Falls Sie nun aber eine andere Projekteinstellung auf der Timeline haben, dann müssen Sie das Format entsprechend hier anwählen. Zum Beispiel würde HDV2 eine Auflösung von 1440x1080 ergeben. Oder wenn Sie zum Beispiel ein 720er Format haben, auch in HD, dann müssten Sie die 1280x720 auswählen. Wenn Sie nun aber einen Film in Standardauflösung bearbeitet haben, also nicht HD, sondern SD, dann müssten Sie ein anderes Format für die Ausgabe wählen. Ich nehme einmal ein paar Clips auf die Timeline und Sie sehen, es handelt sich um ein Standardauflösungsprojekt. Wenn ich jetzt auf Film erstellen gehe, wäre die richtige Einstellung nicht MPEG-2, sondern Sie würden dann AVI Vollbild TV auswählen. Das heißt, das ergibt eine Datei in 720x576 Pixeln. Ebenfalls können Sie eine Datei nun erstellen, indem Sie auf Datei erstellen klicken, und die Daten werden dann im entsprechenden Format auf der Festplatte gespeichert. Als Voransicht sehen Sie eine Größenangabe, wie groß die Datei dann später auf der Festplatte sein wird. Achten Sie beim Exportieren Ihres Filmes als Datei also immer darauf, dass das entsprechende Format in der gleichen Auflösung ist und möglichst wenig stark komprimiert ist, um eine bestmögliche Qualität zu erhalten.
Ich nehme noch einmal einen High Definition Videoclip auf die Timeline, um Ihnen noch etwas anderes zu zeigen. Sie könnten zum Beispiel Ihren Film auch als MPEG-4-Datei ausgeben und hätten natürlich auch hier die HD-Einstellung eben 1920x1080. Sie sehen aber zum Beispiel bei dieser Einstellung, dass die Datenrate lediglich 12.000 Kilobit ist. Das heißt, das Video wird stärker komprimiert. Da aber die Kompression in MPEG-4 stattfindet und nicht in MPEG-2, ist die Qualität zwar relativ gut, aber noch nicht gleich gut wie mit MPEG-2. Falls Sie das überprüfen möchten, können Sie ja ein kurzes Stück in zwei unterschiedlichen Formaten exportieren und diese dann auf dem PC miteinander vergleichen.